17 Tage lang ging es rund auf dem Cannstatter Wasen. In diesem Jahr seien vor allem viele Familien auf den Platz gekommen, sagen die Veranstalter. Das Volksfest spreche das ganze Land an und sei fest in der Gesellschaft verankert. Auch von außerhalb kamen viele Gäste. Über 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Cannstatter Volksfest bei durchschnittlich rund 10 Grad weniger Temperatur gegenüber dem Vorjahr. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz. Gut voll auch wieder die Festzelte. An manchen Tagen waren sie sogar rappelvoll. Bier und Grillhähnchen gingen weg wie die warmen Semmeln. Die Bilanz der Wirte deshalb auch ausgesprochen positiv. Wir sind noch nicht auf Vor-Corona-Niveau, konnten uns aber alle dieses Jahr deutlich steigern. Deshalb sind wir alle wirklich sehr, sehr zufrieden. Zufrieden ist auch die Polizei. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Straftaten deutlich zurückgegangen. Taschendiebstähle beispielsweise, aber auch Sexualdelikte. Alles in allem sei es ein friedliches Volksfest gewesen.